Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Willkommen zu dem Live-Interview heute Abend mit Professor Juan Núñez del Prado aus Peru. Mein Name ist Hans Martin und mit meiner Frau Elke gemeinsam führe ich die Firma Inca World, die Plattform rund um das spirituelle Wissen der Inkas. Ich habe Juan und seinen Sohn Ivan 2008 in Deutschland kennengelernt, 2010 den ersten Workshop mit ihnen organisiert und diese, ja, was als geschäftliche Zusammenarbeit begann, hat sich jetzt nach über 10 Jahren in eine sehr intensive Freundschaft entwickelt. Okay. So I will try to summarize quickly. Welcome to everybody, Hans Martin said, to this live interview we'll have tonight with Juan Núñez del Prado. And Hans Martin said that he and I together are hosting running the company Inca World. And it all began when Hans Martin met Juan and his son Ivan back in 2008. And since 2010, he started the first workshops with them together. And from this first being a business relationship, this all turned out into a nice friendship as of today. Exactly. Heute organisieren wir unter normalen Umständen 3 Workshops im Jahr in Deutschland und in Österreich. Wir veranstalten zusammen einmal im Jahr die spirituelle Reise Meeting with the Mountains. Und heute geben wir zusammen 3-mal im Jahr Kurse über die Inka-Tradition in Deutschland und in Österreich und organisieren gemeinsam eine spirituelle Reise in den Alpen, die heißt Meeting with the Mountains. Ich freue mich oder wir freuen uns heute Abend sehr, dass wir dieses... Ist jetzt auf Deutsch gesagt? Ja, ich bin mir auch nicht sicher. I think I said it in German again. That's very nice. I translated for the Germans. So, I said that yeah. I met Juan and Ivan in 2008 and we started working together in 2010. And what started as a business relationship turned out to become a very warm friendship. Yeah. So today... Sorry, before you go on, there's a question. Did you activate Facebook? Do you have to do that? No, I did not. Okay, we cannot. I did. No. All right, we'll upload later. Habe ich jetzt schon auf Deutsch gesagt, mit den Kursen in Österreich? Ja. So, today... Jetzt kannst du auf Deutsch weitermachen. Auf Englisch habe ich auch schon gesagt. Ja. Ach Gott, ist ja Wahnsinn. Okay. So, Jacqueline, could you please turn off your sound? Right. Okay. Let's see. Thank you very much. Du machst auf Deutsch. Jetzt geht's in Deutsch weiter. Ich freue mich, dass wir heute Abend das Interview mit Juan Núñez del Prado machen können. Und für alle die, die Juan nicht oder noch nicht kennen, kurz zu Juan und zu seiner Person. Juan hat angefangen in den 1970er Jahren Anthropologie zu lehren. Er hat im Rahmen einer Feldforschungsarbeit 1979 den bekannten Meister Benito Corribamán kennengelernt, der in der Umgebung von Cusco lebte. Er wurde sein Schüler und hat mit Don Benito 10 Jahre zusammengearbeitet. Über Don Benito hat Juan Zugang zu all den Top-Lehrern in Cusco und im Heiligen Tal von Cusco erhalten. Juan verdanken wir es, dass wir heute über die spirituelle Tradition der Hochanden so viel wissen, wie wir es tun. Und von daher freue ich mich sehr, sehr herzlich, dass wir heute Abend mit ihm ein ausführliches Gespräch führen können.
Okay, so tonight we are here to have this interview with Juan Núñez del Prado, and Hans Martin just gave a short introduction into who is Juan, and I will try to repeat. So in the 1970s, Juan studied anthropology and also became a professor at university. And in 1979, he met a top-level teacher of the Andean tradition, Don Benito Coriwama, who was in the area of Cusco practicing, and he worked for 10 years with him together and was a student. He became a student of Don Benito, and through Don Benito, Juan got access to all the top level teachers of the Andean tradition at that time. And so he could study really in depth what was about this tradition. And we also are very grateful to him that he took all this knowledge and transformed it into something that we can still access today. So there is a broad and width knowledge of the tradition through him and his son. So welcome, Juan. Thank you very much. I'm so glad to be with you and with all the people who's around us by this nice way of communicating, which is relatively new. And so. Okay, also Juan sagt Dankeschön, schön, er ist sehr froh, dass er hier sein kann mit uns heute, auch auf diese spezielle Art und Weise und diese neue Art der Kommunikation oder die relativ neue Art der Kommunikation, die wir jetzt hier betreiben über die Video-Session. Genau. Ihr Lieben, bevor wir anfangen, noch ein oder zwei Sachen. Also, ihr habt schon mitbekommen, Juan spricht Englisch, wir übersetzen immer auf Deutsch. Wir werden jetzt eine Stunde etwa mit Juan sprechen und hoffen, dass wir dann noch im Anschluss Zeit haben für Fragen. Wenn es so läuft wie in den letzten Malen, werden wir keine Zeit für Fragen haben und dann werden wir eben einfach gegen 8:30 dieses Interview beenden. Seid so lieb, lasst bis kurz vor Ende Ton- und Videosignal ausgeschaltet, damit das Bild nicht immer hin und her springt. Yeah, just some organizational notes before we start, really, is that we ask you to all have your video and your audio switched off so that we can go on. We will now have more or less 1 hour to talk with Juan, and if we have some more time at the end, then we will be able to answer questions. But Hans Martin said if it works like in the last times, then we might not have the time for it, but then we'll offer other sessions, more to come, definitely. You also need to know that we record this session, so this all will be recorded and later on put on, I don't know, YouTube or Facebook. YouTube whatever. And Facebook, yeah. Right. Okay. Haben wir das auf Deutsch schon yes. gesagt? Yeah. Okay, let's start. Juan, tonight's topic is the spiritual tradition of the High Andes and what it can do for us and how it can support us. So when we discussed what kind of emphasis we want to put on this session, we very quickly came to start with the seven levels, with Jung, with Houston Smith. So please tell us, what does the knowledge of the seven levels, the Andean tradition, Jung and Houston Smith have to do with like the Andean tradition? The first thing I want to say is how the tradition is a little bit far of our Western tradition. In the back of our host, you have a mountain, is Apo Manuel Pinta. And my real big, first big connection with the tradition is one night when this mountain, which is in the back, speak to me. Sounds weird, but this is what I try to translate to a language and the framework in which we can understand. The first thing is, very early, the teaching of the masters show me how the work of the Pacos or the development of the Pacos are related with seven levels. You can achieve 7 degrees being a Paco. 4 of these degrees are available today, but we are waiting to recover 3 new ones. Every level is related with the something which is a
something like a big bubble, or an energetical field. The first energetical field with which you relate is a little field of a community. Then a group of community of communities, if you can relate with that, you are at the second level. Then if you can relate with the little region, which is the Yakta and Andean tradition, you become in the third level. And then if you can really make a connection with the nation, you become the third level Bajo. And finally, if you continue developing yourself, the tradition could open the global size of your connection. All right. Mm-hmm. Okay. So, Juan, also die Frage war, wie die Andine Tradition steht in Zusammenhang mit sieben Ebenen und mit C.G. Jung und Houston Smith und wie man das zusammenbringen kann. Dann hat Juan darauf geantwortet, dass er also zuerst mal sagen möchte, dass die Andine Tradition ein bisschen weiter entfernt von dem ist, was wir hier im Westen so gelernt haben. Also um gleich ein Beispiel zu geben, es gibt Berge, jede Menge Berge in den Anden. Klar. Und die und zum Beispiel Manuel Pinta, der einer ist, der jetzt gerade auf dem Bild hinter uns zu sehen ist, ja, der ist ein Apu, dieser Berg. Und der Apu Manuel Pinta, der hat zum Beispiel mit Juan gesprochen. Und das ist erstmal für uns hier im Westen etwas fremd. Aber das ist das, wie in der wie die Tradition es versteht. Und er hat dann, Juan hat die Arbeit gemacht, diese Tradition zu übersetzen in eine Sprache, die wir im Westen auch gut verstehen können. Und ziemlich am Anfang seiner Ausbildung haben ihm die verschiedenen Meister erklärt, dass es eine Entwicklungspfad gibt von sieben Stufen, also sieben verschiedene Levels, Stufen, die man erreichen kann. Und vier von diesen sind im Moment in unserer Welt verfügbar für uns und drei weitere erwarten wir aber sehr bald. Und jede dieser Stufen steht in Verbindung mit einem energetischen Feld und angefangen mit einer kleinen Gemeinschaft, dann mit der Gemeinschaft von verschiedenen Gemeinschaften und dann wird es größer bis über eine Region, bis hin zu einer Nation, einem ganzen Land oder sogar bis auf der vierten Stufe dann die gesamte Welt, eine globale Ebene, eine globale Energieblase sozusagen. Yes. The first step and the possibility of translating that with the Western framework is happened when we found how in the three first chapters of the Apocalypse book of the Bible, there were the seven churches. Is the vision of John, the evangelist, in Patmos Island, and he starts his description with the description of the seven churches. What we found is how you can connect the seven churches in the Apocalypse book as seven steps of development of the Christians. And this blend very well with the seven levels of development of the Andean tradition in the system of seven levels. Just to give you an example, to the first level, the first church in the Apocalypse book, the Lord said to John, how if he win, which means if he complete his training, he can have the right to eat the fruit of the paradise, the fruit of the tree of the paradise. If you translate that, it means you can become an Adam or an Eve without original sin. But this is the first step. In the last step, to the last church, the Lord said to John, how if you win, you are going to be sit in my throne as my father sit me in his throne. This is the very tall of Jesus Christ. This is the first thing we found, how a Western system could resonate with the Andean tradition. The next step, and that happened, and can I in between translate quickly? Yes, yes. Okay. Also der erste Schritt, sagt er, um das mit diesen sieben
Stufen zu übersetzen in unsere Welt, ist, hat er gefunden in der Apokalypse, in der Beschreibung in der Bibel. Und zwar gibt es dort die Beschreibung der sieben Kirchen. Und Johannes hat die aufgeschrieben und da gibt es, also, und man hat, hat dann festgestellt, dass das original eine Beschreibung ist der möglichen Entwicklung im Christentum, der Menschen in der christlichen Menschen. Des menschlichen Bewusstseins. Ja, und da gibt es ein Beispiel. Also zum Beispiel hat Gott zu Johannes gesagt, Jesus hat zu Johannes gesagt, in der, zur ersten Kirche, wenn du gewinnst, also sprich, wenn du das Training absolviert hast, dann hast du das Recht, die Früchte von dem, Baum des Lebens im Paradies zu essen. Das heißt, wir haben die Chance, Adam und Eva zu sein, ohne die Sünde, die Ursünde. Und die letzte Kirche, da hat Jesus zu ihm gesagt, wenn du gewinnst, also das Training absolviert hast, dann kannst du, dann wirst du auf meinem Thron sitzen, so wie mein Vater mich auf diesen Thron gesetzt hat. Thank you. But this translation is from me. A spiritual framework to another spiritual framework, and we were looking for certain kind of translation with something more tangible, more related with the contemporary Western tradition, and we found the way to do that in August 1985, in which we were invited to a meeting in Lima. And in this meeting were a lecture of Houston Smith. As you know, this Houston Smith is one of the most accurate specialists in comparative religion. He is the author of a main book, which is The Religions of Humanity, which is one of the most lovely approach to all the living religions. But in that time, he was giving a lecture about something new. He said it was a recent discovery of heaven. And he speak about the four different types of spiritual personalities. And he speak about four kind of personalities related with the spiritual development of humans. And he was speaking about the general statement, which crossed every, which is present in every other tradition. He speak about the first level as the level of the materialist or the fetishist. Somebody for whom the world which exists is the world of the only material things. Of course, he can speak about God and he can say he believes in God, but normally he didn't care about the influence of God in his daily life. He's focused only on the material behavior. Then the second is the polytheist. People like the old Greeks or all the Egyptians who have several gods. These kind of people consider himself and consider the existence of several spiritual beings with whom you can connect. And every spiritual being is related with some kind of behavior or part of your life, like the god of war, the god of love, the god, etc., etc., etc. And this is the second level for Houston Smith. The third level for him is what he called the monotheist, somebody who discovered how there is only one source of divine power in the world. But he have a problem, a limit, which is the exclusivist. A monotheist have his belief in the only mighty God which exists, but he think he have the right way to connect with him and the right name of the God. And for the monotheist, all the other are seems to be wrong in the names or ways of relating with that God. Finally, Smith considered the mystic, who's somebody who go beyond the exclusivist, who's somebody who's capable to discover how the existence of everything is based in this mighty God, and how every other people can have an alternative name of that God, and everybody is right. This is going beyond the exclusivist and going in something like you can call spiritual or religious pluralism, recognizing how
every other religion is a valid way to approach to the mighty God. This was our second step in the translation. Mm-hmm. Okay, also dann hat er gefunden, dass mit den Kirchen, das war von einer spirituellen Tradition zur nächsten spirituellen Tradition verglichen und da hat man Gemeinsamkeiten gefunden. Aber sie hatten noch nach etwas gesucht, was etwas mehr vielleicht in der, ja, in der weltlichen Seite der Welt zur Verfügung steht. Und dann sind sie im August 1985 in einem Meeting in Lima gewesen und haben dort Houston Smith getroffen. Und Houston Smith ist Religionswissenschaftler, der wahrscheinlich am akkuratesten in der Wissenschaft die Religionen erforscht hat, und zwar vergleichende Religionswissenschaften. Und er hat da berichtet in einem Vortrag darüber, dass er gerade eine neue Entdeckung gemacht hat. Denn nämlich, wie über alle Religionen hinweg, es eine Gemeinsamkeit gab. Und zwar vier unterschiedliche Typen oder spirituell, verschiedene spirituelle Typen des Menschen. Und dann hat er angefangen, der erste ist also der Materialist oder der Fetischist. Das ist jemand, der sich pur auf die Materie, auf materielle Dinge fokussiert. Und er ist vielleicht sich bewusst dessen, dass es einen Gott gibt, aber es interessiert ihn eigentlich gar nicht. Und dann gibt es als zweiten... Nicht in seinem täglichen Leben. Ja, nicht genau. In seinem täglichen Leben. Und dann ist der zweite der Polytheist. Das ist also wie die alten Griechen oder die alten Ägypter. Da gibt es die Erkenntnis, dass es viele verschiedene Götter gibt, die alle eine gewisse Aufgabe haben. Für jeden Lebensbereich eine unterschiedliche Gottheit. Ja, die eine für das Wasser, die andere für den Himmel und das Feuer oder wie auch immer. Und dann gibt es als dritte Typus den Monotheisten. Und dieser Monotheist, der hat erkannt für sich, dass es eine Quelle von Kraft gibt auf der Welt und das ist der eine Gott. Und diese eine Quelle füttert alles. Aber was bei dem Monotheisten der Fall ist, er hat eine gewisse kleine Einschränkung und das ist die der Exklusivität. Er hat die Meinung und ist der festen Überzeugung, dass nur der Gott, den er gefunden hat, der richtige und einzig wahre Gott ist und alle anderen Götter falsch sind und alle anderen Meinungen. Oder alle anderen Namen über diesen Gott falsch sind. Genau. Und die vierte Gruppe der Menschen, das ist der Mystiker. Und die Mystiker, die gehen über diese Exklusivität hinaus. Ja? Die sind diejenigen, die erkennen, dass eigentlich eine Kraftquelle die Quelle allen Handelns ist, sozusagen. Und diese Quelle, dass diese Quelle auch viele verschiedene Namen haben kann, je nachdem, wer gerade drauf schaut auf die Quelle. Und der dann auch einsieht, dass alle diese Quellen, dass alle diese Namen richtig sind. Genauso, der eine ist genauso richtig wie der andere. Das heißt, man könnte sagen, dass ist wie ein spiritueller Pluralismus, den die Mystiker betreiben. Okay. First, these findings show us how is our limit, the limit of the Western, because we were taught how the top of the religion is the monotheism. And Houston Smith is showing us how there is one step forward in which we can open ourselves to a new reality, and this is the mystic level. But with that, in one hand, the system of Smith is equivalent to the four basic steps of the Indian tradition in everything. And he say this system is present in every other spiritual tradition, which make the four basic levels of Don Benito and universal pattern for the development of human beings, and make the statement how the Western need to go one step forward. Of course, in the Western tradition, we have our mystics, but our mystics are beyond the usual way of being of the Westerns, which are, until today, stuck in the third level. But this is a nice opening. But in the system of Smith, three levels were missing. Then, in September 1985, my wife introduced me to Carl Jung. And this was a real opening, because Carl Jung is, from my point of view, the man who recovered the connection between the spiritual knowledge or framework
and reconnect that with the scientific approach to see the reality, which is the main character of the Western civilization. Sorry, can we just have a translation session? Okay. Okay, also er hat dann gesagt, also dass es interessant ist, das, was Houston Smith da aufgezeigt hat, ist, dass wir noch eine Ebene mehr haben als das, was wir Westler eigentlich immer gelernt hatten. Denn wir hatten immer gelernt, dass die höchste Stufe, die wir erreichen können, der Monotheist ist. Ja? Und jetzt hat er plötzlich eine weitere Stufe vorgestellt. Das heißt, wir können noch darüber hinausgehen, über das, was wir immer dachten, wäre der Top, das Top. Die Top-Ebene. Genau. Und dann hat er ja auch gesagt, dass dieses System der vier Stufen, dass das universell ist für alle Religionen oder Traditionen, die es gibt auf der Welt. So, das heißt, wir haben mal zwei Dinge gelernt. A, es gibt einen Entwicklungspfad für alle Menschen auf der Welt, egal in welchem kulturellen oder spirituellen Kontext sie aufgewachsen sind. Es ist also allgemeingültig, dass man eine Entwicklung nehmen kann, und diese vier Stufen sind allgemeingültig über alle hinweg. Und die vierte Stufe ist nochmal ein Schritt mehr, als wir alle im Westen immer gedacht haben, was die höchste Errungenschaft ist. Aber was ja bei Houston Smith noch fehlte, das waren die letzten drei Stufen, von denen Don Benito, der Meister, immer erzählt hatte, oder die anderen Meister auch. Und so hat im September 1985 Juan über seine Frau, mit Hilfe seiner Frau stieß er auf C.G. Jung. Und C.G. Jung hat eine weitere Sache gemacht. Er hat die Verbindung, er hat eine Brücke geschlagen zwischen der spirituellen Welt und der Wissenschaft. Und wir hier im Westen, unsere westliche Zivilisation basiert ja ganz stark auf der Wissenschaft und ist ganz, ganz wichtig. Und insofern hat C.G. Jung da einen riesen Beitrag geleistet, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden, Sichtweisen. Thank you. Then. When we start to read you, we discover how this man was working with the same kind of facts which were being manifesting in my relationship with my masters. And of course, we start to explore Jung, and we found there several things. The first thing is how Jung discovered in the alchemy, in the European alchemy, how the alchemists were able to develop the four basic levels of consciousness under certain feminine symbols. They refer to these levels under feminine symbols. The first level is Eve, like Eve of the paradise. The second is Helen, Helen of Troy. The fourth is Mary, the Platonic image of Holy Mary. And the fourth is the Pistis Sophia, the wisdom of the Greeks. The alchemists were working with this scheme, which means in the Western tradition there is a source of knowledge which is related with these four basic levels. But beyond that, Jung introduced the seven sermons to the dead. And in these seven sermons to the dead, he are speaking about the seventh basic levels. In a parallel of the system of my masters, which make the seven level system a system which is universal. Okay. Er hat sich dann mit Jung mehr beschäftigt und er hat also festgestellt, dass Jung mit den gleichen Faktoren und Fakten arbeitete, wie er in der Beziehung zu Don Benito gelernt hatte. Und zuerst hat also C.G. Jung die Alchemie sich angeschaut und erarbeitet und hat auch festgestellt, dass es in der Alchemie auch vier Ebenen des Bewusstseins oder vier Stufen des menschlichen Bewusstseins gab. Und sie hatten dafür feminine, weibliche Symbole. Also das erste ist Eva, das zweite ist Helen, wie Helena von Troja. Das dritte ist Maria, von Mutter Maria, das platonische Bild. Und das vierte ist Sophia, die Weisheit in Verbindung mit der Weisheit der Griechen. Und damit konnte man sehen, dass es auch schon in Europa diese vier Stufen gab. Und dann hat also C.G. Jung weitergearbeitet und hat die sieben Reden an die Toten
entwickelt. Und auch dort konnte man, kann man sehr schön erkennen, dass dies die sieben Ebenen eins zu eins wiedergibt, wie er Juan sie gelernt hat bei seinen Meistern in Peru. Also eine weitere Parallelität. Thank you. What was very important for me is how, from the scientific point of view, are confirmed how there are at least four different levels of consciousness which could be developed by humans today. And Jung go beyond that, because in the book, which is Psychology of Transfer, he make the statement of these four levels in the alchemy, but he said probably how the humanity is, or the humankind is capable to develop a totally new level of consciousness in the future. With that, he is projecting the perspective of these four levels in the same direction than my masters, because my masters are announcing how we can recover a fifth level of consciousness. Mm-hmm. Und auch, was jetzt sehr wichtig für ihn war, dass es also eine wissenschaftliche Bestätigung gab dessen, dass es mindestens vier Ebenen gibt der menschlichen Entwicklung. Und Jung hat in seinem Buch Psychologie des Transfers auch das alles beschrieben und hat dort auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Menschen auch noch über diese vier Ebenen hinweg ihr Bewusstsein entwickeln können, also eine neue Stufe entwickeln. Und auch die Meister in Peru hatten davon gesprochen, dass die fünfte Ebene erreichbar wäre für uns. Thank you. Then based on that, we did a very large comparative research. We found the seven levels in the Christianity, in the Western tradition, in Islam, in the certain kinds of Sufi and Islam, in the Hindi tradition, and even in China, which means the scale of seven levels, the structure of the spiritual growth of humans, which is universal. This statement becomes a conviction. As you can see, we are not only presenting the Andean tradition, but we are showing how this tradition can offer you an instrument which could help you to develop yourself. Founding that, we were working in a school in Cusco, and after we cover certain steps, one day I have an experience, and Don Benito tell me I was ready to receive the fourth level initiation, and Don Benito initiate me in the fourth level of the tradition formally, which is the degree under which I'm working today. Und Sie haben also, nachdem Sie das herausgefunden haben, haben Sie noch eine größere Untersuchung vorgenommen in allem auf der Welt, was sie finden konnten, und sind tatsächlich fündig geworden, dass es dieses Konzept der sieben Stufen, der sieben Ebenen durchgängig gibt. Also dass es ein universelles Konzept ist. Sie haben es gefunden im Christentum, in anderen westlichen Traditionen, im Islam, in einer Sufi-Ausrichtung, bei den Hindus und auch in China. Also damit war klar, das ist etwas Universelles. Das heißt, das, was die Inka-Tradition, die spirituelle Tradition der Anden uns unterrichtet, uns beibringt, ist etwas, was jedem Menschen auf der Welt, egal wo er herkommt, helfen kann, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und dann hat er gesagt, dass er eines Tages in Cusco war und es hat sich etwas ergeben, wo sein Meister Don Benito ihm die Initiierung in die vierte Ebene gegeben hat. Und er sagt, das ist die Ebene, in der er auch heute arbeitet und alles, was er tut. So, Juan, you were saying that there are seven levels for humans to develop their consciousness. This is what yes. Your masters told you as well. My master teach me the Andean system of seven. Exactly. By comparative research, we found how the system is universal. Yes. My question is, how can people following the Andean tradition develop themselves across these seven levels?
So how do you start and what can you do to develop yourself? The first thing which was teach me by the masters is the idea of the Andeans about the whole reality, about the cosmos. And the first thing they teach you is the causa y pacha. Pacha is a word which means space and time simultaneously. And causa is life or living energy. Then they insist in that, but the next step is allowed you to have a personal experience of the connection with that energy. And to do that, they teach you to perform a very simple ritual, which is the despacho. You organize several things in the mandalic structure, and then after that you burn your offering, and this is the trigger of your work because you start a reciprocity with this living cosmos. Then in the back is the main value, or maybe the commandment of the Andean tradition, the only commandment, which is Aini. Aini is reciprocity. And what the teacher start to teach you is how, through reciprocity, you can make an empirical connection with this world of living energies. Okay, also die Frage war, jetzt haben wir von den sieben Stufen gehört und gelernt, dass es die gibt, aber Hans-Martin hat gefragt, wie können wir Menschen dann, was sagt uns die Andine Tradition, wie können wir diese Stufen erklimmen? Ja? Was können wir tun? Wo beginnen wir? Und dann sagte Juan, dass er also mit seinen Meistern, das Erste, was er gelernt hat, ist eine Sicht auf die Welt, wie die Welt erklärt wird und funktioniert in der Sicht der Andinen Tradition. Und das Erste, was er lernte, war, dass es eine Causae Pacha gibt. Zwei Worte, Causae bedeutet Leben, lebendige Energie, und Pacha bedeutet Raum oder Zeit, also Universum, so wie wir es kennen, also ein lebendiges Universum. Und dann haben sie ihm das nicht nur erklärt, sondern ihn auch gleich eine persönliche Erfahrung machen lassen mit diesem lebendigen Universum, das ihn umgibt, das uns alle umgibt. Und zwar mit einem ganz einfachen Ritual, das da heißt Despacho. Und in einem Despacho werden verschiedene materielle Dinge angelegt und angerichtet zusammen in einer gewissen Struktur, die einem Mandala entspricht, einer Mandala-Struktur. Und danach wird dieses Despacho verbrannt. Und damit hat man den ersten Schritt oder hat man einen Austausch mit dem großen Ganzen, mit dem Kosmos gemacht. Und das führt dann gleich zu dem Wert, den die Inka-Tradition kennt oder das einzige Gebot, was man immer wieder hört, Aini. Also Aini ist ein umfassendes Konzept, das der Gegenseitigkeit entspricht, also von Geben und Erhalten. Ja. Ja, thank you. Even if you are in the zero level, with the despacho you can start, because to make the material offering is a language for the first level, for the materialist. You are offering tangible things to the world of the spirits. And in the despacho is the whole hierarchy of the four basic levels. Then performing the despacho, you start to relate or talk to consider connecting with the system of the Apus, which is the base of the Andean hierarchy. Und selbst wenn man auf der untersten, auf der nullten Ebene beginnt, dann kann man mit dem Despacho seinen Entwicklungspfad beschreiten. Denn die erste Stufe, haben wir vorhin gesagt, ist der Materialist. Und das Despacho ist eine Anordnung von materiellen Dingen in einer gewissen Struktur. Das heißt, mit dem Despacho kann ich mir den Weg in die erste Stufe eröffnen. Und damit verbindest du dich mit dem universellen System der Apus, die auch vier Ebenen haben, die Apus, von dem ganz kleinen bis zu dem weltweiten Apu. After you know how to do the despacho, who have a mandala structure or a tawanting structure, you need to focus in doing that in the accurate structural way. Then you invoke the
Apus, who are the lords of this scale and the fourth levels. And then you offer that. In the beginning, you just offer that. You try to copy your master. And in certain point, the master teach you how. The most important thing is not the things you put there or the structure in which you put it, but how you can project your psychical energy to your offering. Und wenn du das dann machst du es halt als allererstes so ein Despacho mal, wie du es gelernt hast von deinem Lehrer. Du machst es nach, du kopierst die Art und Weise und die Inhaltsstoffe, die er hineingibt. Und das ist auch gut für den ersten Schritt. Und du lernst auch, wie du die Apus anrufst, die auch in diesen vier Hierarchiestufen angeordnet sind. Und erst und dann im nächsten Schritt verstehst du aber auch und lernst du, dass es nicht wichtig ist, was du hineinpackst und in welcher Struktur du es hineinpackst, sondern dass das Wichtigste ist, wie du deine Verbindung zu den Spirits, zu den Kräften und zum Universum aufbauen kannst, wie du deine Energie hineingeben kannst. To give you an example, in the beginning, my master put me to perform the despacho. I did that. And I was doing more or less following the structure. I did it more or less beautiful. And one day he did a very beautiful despacho. And he told me, okay, now you do it. I pay attention and I have it make a beautiful one, even most beautiful than the despacho of my teacher. But when he returned back to the room, he take a look of my despacho and he say, wrong, again. And then he take his misha, his ritual bundle, and he hit me in the head. With that, I was furious. And I say myself, oh, this man is cheating me. Now I'm going to do in my own way. And furious, I make a mess of despacho, of course, following the structure, but I was furious there. He returned back, see my ugly despacho, and he said, okay, that's okay. Then I get it. The thing is, put your energy in your offering is the first connection. If you get that, the whole path is open. Because the next step is to do an offering to a mountain, like the mountain which is in their back. And if you are really connected with that, you have your first tangible manifestation of connection with this living energy world. And this is the opening of everything. Und er erzählt ein Beispiel, wie er das gelernt hat, dass es wichtig ist, nicht, dass nicht die Strukturen, die Inhaltsstoffe wichtig sind, sondern die Energie, die man hineintut, ist, indem Benito ihm beigebracht hat, wie man Despachos macht. Und er hat auch mehr oder weniger schöne Despachos gemacht, nach der Anweisung. Und eines Tages machte Benito ein besonders hübsches Despacho und sagte dann zu Juan, mach es nach, mach du auch so eins. Und dann hat Juan angefangen und hat es noch schöner eigentlich hinbekommen als der Meister. Aber der Meister kam dann zurück, hat sich's angeguckt und hat gesagt, falsch, so wollte ich das nicht, das ist falsch. Und dann hat er irgendwann sogar Juan mit dem Bündel der Misha, wo Steine drin sind, das energetische Bündel, das Kraftbündel, auf den Kopf geschlagen. Und dann wurde Juan richtig sauer und hat gesagt, so, jetzt zeige ich es dir aber, jetzt mache ich ein Despacho auf meine Weise. Und hat also etwas zusammengehauen, was ungefähr die Struktur hatte, was aber eigentlich viel hässlicher war als alles andere, was man vorher gesehen hatte. Und dann kam aber Benito wieder und hat sich das angeguckt und hat gesagt, richtig, jetzt hast du es kapiert. Und damit ist klar die Aussage, es geht darum, dass du deine eigene Energie hineintust. Nur das ist ausschlaggebend. Und wenn du das begriffen hast, dann eröffnet sich dir die ganze Welt. Und dann kannst du zum Beispiel einen Despacho auch machen, so eine Gabe an einen Apu, an einen Berg. Und kannst dann mit ihm eine ganz persönliche Beziehung aufbauen. Ja. As you can see, this is the first training. And in this training, he take you as a materialist. Every one of us start being a materialist. It's our first step. And driving you to have an experience of what's the meaning of projecting your psychic energy to your offering.
you cannot see that until you make it happen. He made me furious to help me to do that, but they use several tricks to show you how you can put your personal energy in your offerings. And this is the way to start a reciprocity with. Und so hat er also gelernt, dass dieses Training beginnt einfach immer auf der ersten Stufe als Materialist. Wir alle beginnen unseren Lebensweg, unseren Entwicklungspfad auf der Stufe des Materialisten. Und so hat er jetzt gelernt in dem Fall, wie es geht, die eigene psychische Energie so zu treiben und so hineinzubringen in eine Tat, die er tut, sodass es für ihn ein Entwicklungsschritt war. Ja? Und so wird zu jeder Gabe, die wir geben, eine ganz persönliche Gabe. Juan, in a workshop we did together once, you called this tradition a spiritual art, saying you did not need talent, you didn't need special gifts, all you needed to do in order to grow was to perform the three basic exercises. What are these exercises and how do they help you grow? These three basic exercises are something the masters are going to teach you after they discover you are able to taste the living energy, the causa. Okay? Causa is an Andean word, but today is not very difficult for us to know what is in the back of the causa, because later on, we discover how different traditions discover the same living energy under different ritual names, as the Qi of Japan, the Qi of China, the Prana of India, and even in the Christian tradition, they refer to the power of the Holy Spirit. I don't know if you have a connection with Pentecostal groups. They speak about the power of the Holy Spirit. Of course, in the back of these different traditions, there is a theology or a philosophy which is radically different. But at the level of the perception, is the same energy discovered under different names. When you know and you have the capacity to perceive that, through an experience like the experience of the despacho, the master reveals you something. You need only one thing to drive that kind of energy. And the master make the intention how you need only your intention to drive the living energy. And if you really focus on your intention, you are going to drive the living energy. When you get it, the master teach you samin chakwe, which is only about focusing above and making the intention to pull down the living energy of Father Cosmos and make it flow through yourself. In the beginning, yes, it's just a set of gestures or so on, but in certain moment you start to perceive how something touch you, something flow through you, and something flowing through you make you lighter, 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 you know? And then you realize how in certain point, if you focus in that, you can achieve well-being. Well-being is something we know what's the meaning of. But usually we achieve well-being when the circumstances which surround us are okay. No, you can achieve well-being beyond the circumstances which surround you. And yes, that is a powerful experience. Because you are not under the circumstances, you start to drive your inner state by yourself. This is the first step. So, dann hat Hans Martin gefragt, wie das Juan ihm in den Kursen gesagt hat, dass
die andine Tradition eine spirituelle Kunstfertigkeit ist, ja, und dass man dafür kein Talent braucht oder keine besondere Gabe, um das zu machen, sondern dass man einfach nur Übungen und Techniken kennen muss und diese einfach immer und immer wieder durchführen muss. Und das wollte er wissen, wie uns das hilft zu wachsen. Dann sagte Juan, dass die Alten oder die Meister uns diese Übungen und Techniken dann beibringen, nachdem wir also das mit dem Despacho gelernt haben. So wie wir also wissen, wie sich unsere persönliche Energie anfühlt und wie wir sie in etwas hineingeben können, um uns mit dem großen Ganzen, mit dem lebendigen Kosmos zu verbinden, dann gehen sie den nächsten Schritt und fangen an, dir die Techniken zu erklären. Und dazu noch diese lebendige Energie, dieser lebendige Kosmos, was die Inkas als Kausai bezeichnen, das gibt es auch in allen anderen Traditionen. Also es gibt das Chi, es gibt das Ki in Japan, es gibt das Prana in Indien, in den indischen Traditionen. Es gibt auch im Christentum diese Art von Energie, die als Heiliger Geist, kann man das vielleicht bezeichnen, oder wie die Pfingst, die Kraft des Heiligen Geistes. Wie eine Assoziation zur Pfingstkirche hat, ja. wird da in Kontakt mitkommen. Das heißt, dies ist alles die gleiche Art von Energie, lebendige Energie, Leben, das uns umhüllt, und es hat einfach nur unterschiedliche Namen. Und natürlich steht immer in einem komplett anderen Weltbild oder Konzept oder im Hintergrund natürlich. Ja. Und wenn du das also spüren kannst, wenn du das gelernt hast, dann lernst du, wie du einfach nur mit Hilfe deiner Intention die Energie bewegen kannst. Und da wird die erste Übung Samin Chakwe beigebracht. Das ist eine simple Technik, bei der man sich auf die leichte Energie oben im Himmel fokussiert, die herunterzieht, durch sich hindurch fließen lässt und sie einfach nach unten weiter abgibt. Und man spürt, dass dieser Fluss von Energie einen selbst leichter macht. Das heißt, man kann mit diesem Fluss, mit dieser Übung ein Wohlgefühl erzeugen. Und das Wohlgefühl, das kennen wir auch alle. Nur wir kennen es meistens aus der Idee heraus, dass die Umstände um uns herum sehr gut und angenehm sein müssen, damit wir ein Wohlgefühl erhalten. Und mit dieser Übung, Samin Chakwe, ist jetzt plötzlich etwas da, was uns völlig unabhängig macht von der Außenwelt und den Umständen um uns herum. Das heißt, wir können dieses Wohlgefühl ganz genauso für uns jederzeit in einem inneren Zustand erzeugen, der uns komplett unabhängig macht von dem, was außen herum passiert. When the master realizes you get the point about how you need to focus your intention, then he starts to help you. He can help you performing in you something which we call Pichai. Pichai, which is sweeping. And it's very simple. It's the magical bundle of the master, the Misha, and the master take down around you, do a movement or taking down something around you. Then when he help you that, you can achieve faster the level of well-being. And then you realize you are releasing something. When you ask the master reveal you how you are releasing Hucha, and Hucha is heavy energy, then immediately you relate that with negative, because we are like that in the Western tradition. And you start to think about negative energy or negative things. And the master insists in how this is not negative, because it's life and it's living energy, and life cannot be negative. Then you finally engage with the concept of heavy. When you engage with the concept of heavy, the master reveals you how you can release down the heaviness, and the heavy energy is food for Mother Earth. This is the top revelation. You are not polluting her, you are just releasing your heavy living energy, and she is able to eat it. When you realize that, a new gate is open.
So, wenn die Meister also sehen, dass du dieses Konzept begriffen hast und dass du die Energie bewegen kannst, und dann werden sie dir helfen dabei. Und sie helfen dir mit einer simplen Übung oder Technik, die heißt Pijai. Pijai heißt fegen, und sie bewegen also ihr magisches Bündel, die Misha, um dich herum und fegen sozusagen die Energie oder dich ab. Und damit wirst du feststellen, dass dein Wohlgefühl sich schneller einstellt. Und dann merkst du, dass du bei dieser Übung und auch bei Samichakvi etwas abgibst, nämlich schwere Energie. Das lernst du dann, dass das schwere Energie ist. Sofort wir als Westler denken bei schwerer Energie an negativ. Und das machen die Meister aber sehr, sehr klar, dass es nicht darum geht, negativ zu sehen. Denn es ist im Blickwinkel der Andinen-Tradition, ist es schwere Energie, was du dort abgibst, und nichts Negatives. Denn es ist einfach nur Energie, die du abgibst, und die Energie ist immer lebendig, ist immer Leben, und Leben kann nicht negativ sein. Das ist etwas, was man lernen muss. Das ist eine neue Sichtweise. Und dann stellst du also fest, wenn du das begriffen hast, dass du diese Schwere abgeben kannst, und du kannst sie jederzeit nach unten abgeben. Und wenn du das kannst, dann merkst du, dass, und dann lernst du, dass die Mutter Erde, die bekommt das dann ja, diese Schwere. Und für Mutter Erde ist die schwere Energie von uns Menschen wie eine Mahlzeit, Essen. Sie liebt die schwere Energie von den Menschen, und sie nimmt sie gerne und transformiert sie. Yeah, thank you. For you is given for a Western, for any Western, including us, for of course, was difficult to discover how heavy is just heavy, and it's not negative. And when you ask to the master, he usually compare that with the process of fertilizing the earth. Of course, you can put any kind of fertilizers. The fertilizer doesn't smell nice, are ugly usually, but if you put it in the ground, Mother Earth can use that to empower herself. This is the explanation we receive at the end. Then you discover how your heavy energy is 1,000 times lighter than the compost. And you discover how it is a dessert for Mother Earth. This is a turning point. Also, und wir Westler haben immer diese Schwierigkeit mit schwerer Energie und negativ. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das uns klar machen, dass nichts Negatives an schwerer Energie ist. Es ist vielmehr so, dass diese schwere Energie wie ein Dünger wirkt für Mutter Erde. Und dieser Dünger hilft ihr, fruchtbar zu sein. Ja, und unsere schwere Energie ist auf der anderen Seite 1,000-mal leichter, es ist ja schwere Energie, 1,000-mal leichter als zum Beispiel der Kompost bei uns im Garten. Und damit wissen wir, dass unsere schwere Energie für Mutter Erde wie ein Dessert ist. Es ist nicht der Hauptgang ihres Essens, sondern es ist das Dessert, der Nachtisch. Then, when you realize that, you realize how with all your exercises, because you were performing things, you were fitting Mother Earth for a long time. Then the master suggests you to ask Mother Earth to reciprocate the Aini. You know the Aini, you know how the world is organized through reciprocity. You know you were feeding her. Now you have the right to ask her to feed you. Mother Pachamama is not properly Mother Earth. Mother Earth is a privileged form of her, but Pachamama is the cosmical mother. Then you are relating with the cosmical father upstairs, and then now with the cosmical mothers downstairs. And now you are feeding your cosmical mother, and you have the right to ask her to reciprocate the gift. This is the second exercise. You ask her to give you, to feed you back, give you back the food, and you can feel how she touched you and the soils of your feet. The master takes you to engage with that and pull it up and send it by the top of your head in certain way to reciprocate your first connection with Father Cosmos.
This is Saiwachakwe, which means making a column, of course, a column of living energy. So, also wenn du das, diese Übung Samin Chakri jetzt viele Male durchführst, weil das machst du, um sie zu üben, um sie zu beherrschen, dann gibst du viel, viel schwere Energie an Pachamama, nachdem du ja begriffen hast, dass das etwas sehr Schönes ist, die schwere Energie. Und dann kommt dieses Konzept von Aini wieder hervor, das Konzept der Gegenseitigkeit oder das Gesetz der Gegenseitigkeit. Denn jetzt, nachdem du sehr viel und sehr häufig etwas gegeben hast, kannst du auch wieder um die Gegenseitigkeit bitten und kannst Mutter Erde um etwas bitten. Und Mutter Erde wird hier verstanden als die kosmische Mutter. Also Pachamama ist der weibliche Aspekt des Universums, so wie der kosmische Vater, von dem wir vorher bei Samin Chakri die leichte Energie heruntergezogen haben. So beschäftigen wir uns jetzt mit der kosmischen Mutter. Wir haben ihr viel gegeben und jetzt bitten wir sie um ihre leichte Energie. Und diese Übung geht so, dass du sie einfach darum bittest und die Energie hochziehst zu dir und sie durch deinen Körper hindurch fließen lässt, nach oben und immer weiter hoch, über deinen Kopf hinaus, ganz hoch in den Himmel, um die Energie zu Vater Kosmos zu schicken. Und so haben wir also die Gegenseitigkeit erfüllt, erst vom Vater zur Mutter und jetzt von der Mutter zum Vater hoch. Und diese Übung heißt Saiwachakwi und Saiwachakwi heißt übersetzt eine Säule machen. Then, if you get the point of that, and you start to perceive the flow of energy of Mother Earth to you, the master can help you. And he can make a ritual which is Hokariku, but he never do that in you before you get the point. When you get the point and you are using your intention to drive the energy up, he help you with his mission, pulling up the energy around yourself, and you can feel how this flow become increased, and you can feel flowing the living energy of Mother Earth to yourself and sending that column of energy to Father Cosmos. What you get with that is, again, well-being. You can achieve well-being, but you can feel something else. In this case, you are not only achieving well-being, but you are receiving strength for Mother Earth. And the master used a metaphor. Samin Chakri is like water. You are taking a shower or you are drinking a glass of water. Saiwachakwi is like milk. According to the tradition, Mother Earth is our common mother, and she is feeding us, giving us her milk. Saiwachakwi is like milk, and he's going to help it to grow. You can feel a new power empowering you by the soils of your feet and flowing through yourself. Und dann, wenn du diese Energiebewegung von Saiwachakwi begriffen hast, dann wird der Meister dir auch helfen, das noch einmal zu verstärken, indem er wieder mit seiner Misha eine Übung macht, eine Technik nutzt, die heißt Hokari. Sprich, er wird die Energie mit dir zusammen hochziehen. Und aber nur, um dir zu helfen und um dir nochmal deutlicher spüren zu lassen, was für einen Effekt diese Technik hat. Aber das macht er auch erst, wenn du es selber begriffen hast. Und was passiert dann bei dieser Übung? Auch wieder eine Art von Wohlgefühl. Ja? Aber es ist noch etwas anderes dabei. Nicht nur das Wohlgefühl, was wir vorher schon hatten, sondern es ist auch noch eine gewisse zusätzliche Stärke dabei. Und da benutzen die Meister immer gerne eine Metapher. Samin Chakri, die Energie, die man dabei erzeugt, die ist wie Wasser. Und bei Saiwachakwi, bei der zweiten Übung, ist die Energie wie Milch, kann man es vergleichen. Also bei dem Wasser ist es so, du trinkst es entweder, wenn du durstig bist, oder du wäschst dich damit, du reinigst dich mit diesem Wasser. Und mit der Milch, das ist, kannst du dir vorstellen wie Muttermilch, dass uns die große Mutter, die kosmische Mutter gibt. Für ihre Babys gibt sie uns Nahrung. Und diese leichte Energie von der Mutter Erde, die gibt uns Kraft. Also sie nährt uns und sie macht uns stark. Und sie hilft uns zu wachsen. Usually is in this moment, when you can make the two basic exercises, is the moment in which the master introduces you
to the statement of the Inca Cid. He started to teach you about how you have inside an Inca Cid, and every human being who landed on planet Earth today have an Inca Cid inside. What's the meaning of that? In the 16th century, the Inca was the emperor of the Tahuantinsuyo, the Inca Empire. And in the tradition, the sixth level is the Sapa Inca, the same level than the ruler of this large empire in South America. The condition of the Inca is related with the experience of the Enlightenment, as an experience in which you arrive to a level of consciousness in which you can glow, you can radiate light. This is the background which is given you by the teacher. And to have inside yourself an Inca seed means you have the whole potential inside you to develop all the movement until the seventh level. So, und wenn wir jetzt diese beiden Techniken gut begriffen haben, dann ist die Zeit, an denen die Meister uns eine weitere Information geben, nämlich darüber, dass es einen Inka-Samen gibt und dass jeder Mensch in sich einen Inka-Samen trägt, also einen Faktor, der den Inka und eine gewisse Bewusstseinsstufe repräsentiert. Denn im 16. Jahrhundert war der Inka auf der sechsten Ebene. Das heißt, er war erleuchtet und er war gleichzeitig der Führer und Kaiser des gesamten Inka-Weltreiches. Und so verbindet sich also das Wort Inka, Sapa Inka, der eine Inka, mit der Erleuchtung, mit dem Zustand des menschlichen Bewusstseins, auf das man gelangt in der sechsten Ebene, wo man einfach physisches Licht ausstrahlt, wo man so weit entwickelt ist, dass man daran das erkennt. Und so zeigt uns also, dass dieser Inka-Samen in uns in Verbindung steht mit unserer eigenen Erleuchtung, dass wir mit dem Inka-Samen das volle Potenzial in uns tragen, bis zur Erleuchtung, bis zur siebten Ebene hochzukommen. It's a tradition of planters. And if you are a planter, you really know what is the meaning of a seed. A seed is just a tiny portion of matter. But in this tiny portion of matter is the whole potential to develop something. I'm not talking about the huge tree. I'm talking just about the potato plant. If you take a look of the seed and then you see the potato plant is something most 100 times more beautiful, more complex, have flowers, etc., etc. And the whole plant is in the seed. The same thing you can say about the corn, which is our sacred plant. And a grain of corn is the whole plant. And just putting that in the ground and using the adequate fertilizer for that, you can achieve your harvest of corn. This is the idea. If the master talk about an Inca seed, it means in you is the whole potential to become enlightened in one generation. This is the statement of the tradition. Und dann ist es so, dass die Tradition der Inkas eine Tradition der Pflanzer ist, von Landwirten, von Bauern ist. Also Menschen, die viel mit Samen und Pflanzen und dem Wachstum davon sich beschäftigt haben. Und der Samen ist ein kleines Stück Materie, was ein riesiges Potenzial in sich trägt. Und wir sprechen hier noch nicht mal von Bäumen, auch natürlich, aber alleine schon eine Tomatenpflanze oder ein Maiskorn trägt so viel Potenzial in sich, dass sich entwickelt, wenn dieser Samen in die Erde kommt und bewässert wird und Sonne und Luft erhält. Dann wächst er hoch zu einer Pflanze, die wunderschön ist und 100-mal komplexer und schöner als der Samen an sich, wenn man den sieht. Und so lernen wir, dass wir also auch eine kleine Pflanze sind oder einen Samen in uns tragen, der ein riesengroßes Potenzial in sich trägt, das man erst noch gar nicht sieht, aber das sich nach und nach entpuppt, immer dann, wenn wir in Beziehung kommen mit Energien. If you use the comparative framework, you are going to find how
there are another traditions who make the same statement. Is your inner guru of Hindi tradition, and is your inner Buddha of the Buddhist tradition. They make the statement about how you have an inner master who is going to be expressed by yourself and is going to be your top master. Or in the case of the Buddhist tradition, they make the first statement about how you have a Buddha in you, or you are a Buddha and the Buddha is just sleeping. What you are going to do is just to awaken your Buddha. It's exactly the same statement under another symbolical word. But in this case, we are planters. We speak about a seed. We speak about the Inca seed. Also, und das ist nicht nur so, dass es in der Inka-Tradition dieses Konzept des riesigen Potenzials in uns ist, sondern das gibt es auch in anderen Traditionen. Zum Beispiel gibt es den Inner Guru bei den Hindus oder es gibt den Inner Buddha, den inneren Buddha bei den Buddhisten. Und so ist sogar bei den Buddhisten der Meister in uns drin oder der Buddha schläft in uns und wir müssen ihn nur erwecken. Das heißt, wir haben das gesamte Potenzial auch in diesen anderen Traditionen steckt in uns das gesamte Potenzial. Und da wir aber bei den Inkas sind und wir beschäftigen uns viel mit Pflanzen und Wachstum der Pflanzen, dann müssen wir einfach nur diesen Samen als das sehen, was er bringen kann, das gesamte Potenzial zur Erleuchtung zu kommen. Then, when you get the point, the master show you how you are making flow through yourself the energy of Mother Earth. And he show you how Mother Earth is capable to eat the heavy energy because she was digesting your heavy energy. And the master suggests you how in your Inca seed is the capacity of eating heavy energy too. Und dann, wenn du das begriffen hast, dann zeigen uns die Meister, dass die Energie von der Mutter Erde, von Pachamama, ja durch uns durchfließt. Und die Pachamama hat ja die Fähigkeit, schwere Energie zu transformieren. Und so lernen wir dann, dass dieser Inka-Samen in uns, dass der auch die gleiche Fähigkeit hat wie die Pachamama, nämlich schwere Energie zu transformieren. Then I think it's the critical boundary in which the master reveal you how and the whole creation, the only creature who generates heavy energy is the human being. Then to relate with another human being, you need to learn how to eat his heavy energy. And of course, until this moment, you know how the intention is the driver you need to drive the heavy energy, any kind of living energy, and you must use your intention to pull to you the heavy energy of your fellow, and then receive that heaviness in your hosco, which is the center in your navel. And you don't need to learn anything because you have the inner knowledge of your seed. And if you just do that action of pulling the heavy energy of somebody else to your hosco is going to digest that heavy energy. So, und dann kommt man also in der Ausbildung zu einer kritischen oder einer Stelle. Gehen möchten mit anderen, dass wir dann die schwere Energie auflösen müssen. Und zwar nicht nur unsere eigene, sondern auch die von den anderen. Das heißt, wir müssen diese Fähigkeit, die die Pachamama und die unsere Inka-Samen in sich tragen, die Fähigkeit, schwere Energie zu transformieren, die müssen wir selber auch uns aneignen. Oder wir haben sie schon. Ja? Sie ist in uns angelegt. Das heißt, was wir eigentlich einfach nur tun müssen, ist, die schwere Energie zu uns zu ziehen und mit unserem energetischen Magen diese schwere Energie zu transformieren in leichte Energie. Then the master give you a very hard training. You start with people who is close to you, then to people who is neutral to you, then people who is really heavy to you. And
at the end, he sent you to the, they give you a training in which you can be put in front of the extreme situation in which you can demonstrate how you are capable to use your tool, your main tool, in a really challenging situation. And with that, you have Saninchakwe, Saiwachakwe, and Huchamihui, and these are the three basic techniques of the Andean tradition. There is not more techniques than these three. There is a fourth technique, Juan. The fourth technique is about switching on the video. You need to switch on your video, please. It somehow went away. What happened? You are visible. It works. Sorry. Yeah. It's okay. I will translate. Also, das, was jetzt in diesem Training passiert, um diese schwere Energie von anderen zu transformieren, ist, dass man also anfängt, erstmal mit Menschen zu arbeiten, die einem sehr nahe stehen, danach mit Menschen, die einem die einem neutral gegenüberstehen und dann mit Menschen, die sehr schwer für einen selbst sind. Und so läuft das Training hinaus auf eine sehr, sehr extreme Situation am Ende, wo du demonstrieren musst, dass du unter schwierigsten Umständen auch in der Lage bist, diese Technik anzuwenden. Und diese dritte Technik heißt Huchamihui. Und die Inka-Tradition bietet uns diese drei Grundtechniken und nicht mehr als diese drei Grundtechniken, mit denen wir unser Leben, unsere Entwicklung bestreiten können. Yeah. Now, Juan, for the last, we are over time anyway, so we have like 10 more minutes. In these last 10 more minutes, I would like to ask you one more question. You were just saying that the masters put you in front of a challenge, so they help you to train you, and of course sometimes they play little tricks or they put challenges in front of you to see how well you are doing. What did Don Benito, how did he put a challenge in front of you? How did he make sure that you understood and you practiced what he was telling you? When in certain point of my training, we start with the close people, and at the end I end eating all the heavy energy of the clients of my master, because he was a healer and he had a lot of people as clients. And I be included in the team, and I was in charge of eating the heavy energy of everyone else. You can imagine that. It was challenging in the beginning, but at the end I managed to do it. Then when he found how I was able to perform Huchamihui, he started to talk about another man. He started to talk about somebody who was a Baco, but he lose the trail in some moment, and he become doing evil things, and he started to talk about him as a sorcerer, and he used the word in the Andean tradition, which is the word for a sorcerer. He say this man was a Laika. Laika is a sorcerer, a black magician. And was a fretting framework. And he say how this man was his fellow, studying under Don Julian Chayaico, who was a common master, but this man lost the whole thing. And now he was dangerous, and was dangerous for everyone else to work with him. And especially for me, it's going to be totally dangerous to work with this man. Well, the picture he offered is almost the devil in himself, you know, because if I meet him, he can make me his servant, or even he can make me his slave, and so on. But of course, he was about my weaknesses too. And he realized I was very curious, and he was using my curiosity to drive me. And of course, after a certain time, I become totally curious to know who is and how behave a terrible person, you know? And I went to the house of Don Melchor Deza. I knocked the door, and I asked his son to introduce me with the master. And he take me to a room. And I went to the room, and in the room, Don Melchor was in the other side. And when I stepped in the room, he sent a lot of energy, which felt
to me like mad, and of course I freak out totally. And to defend myself, I first close my bubble, which is my energy field, and then I went back in my mind to my master. And how my master prevent me about not going to this man, and how my master was teaching me huchamihui. And then I say, this is a fraction of a second, but I decide, what, how if I use the huchamihui with him? And I did it, and I opened my gospel, and the net which was covering me in a challenging way become a cord connecting me with the other master. Then I start to eat the heavy energy. I open my Costco a little bit more, and I feel totally comfortable eating all this heavy energy. Then the master at the other side of the room realized what I was doing. He smiled, because before he was totally serious. He crossed the room and gave me a hug. And then he take me to a new kind of initiation in Ausangate, the holy mountain. And after a time, one day I went to the house of Don Benito. And Don Benito was very happy in the entrance of his house. And he said, you know, you all are coming in the right moment, because my best friend came to visit me and I want to introduce you, my best friend. He opened a gate. And in the back of the gate was Don Melchor Gdesa. And of course, the two old men made fun about me for a while, but they were playing a trick to me just to be sure I was able to use that in an emergency situation. Then, when you master that, the whole world becomes for you a buffet. Every challenging meeting, you can solve it eating heavy energy. Of course, it's a thing of training. You are going to be graduate when you are capable to eat the heavy energy of this heaviest person in your life. And everybody have one. If you do that, you can do it with groups, you can do it with whatever you want. Okay. So, also Hans Martin hatte gefragt, wie war das noch, Juan? Du hast doch da auch festgestellt, dass deine Lehrer dich einer gewissen Herausforderung gegenübergestellt haben in deinem Training in Huchamihui. Und die haben sich auch verschiedene Spielchen mit dir getrieben. Ja? Und dann hat er angefangen zu erzählen, dass er also in dem Training von Huchamihui erstmal anfing, ganz nahe Leute, Menschen, die schwere Energie von den nahen Menschen zu essen und dann von neutralen oder von schweren. Und er hat dann nachher zusammen mit Don Benito in der Heilpraxis gearbeitet und hat ihm geholfen. Sprich, Don Benito war der Heiler, zu dem die Menschen kamen, und Juan war immer dabei und hat immer die schwere Energie von den Klienten von Don Benito gegessen. Das war anfangs eine große Herausforderung für Juan, aber später war das dann für ihn okay. Und dann gab es den Tag, an dem Don Benito anfing zu erzählen von einem Mann, einem anderen Mann, mit dem Don Benito selber in der Ausbildung war, bei Julian Chayaiko, der Meister von Benito. Und die beiden haben zusammen gelernt, aber dieser andere Mann, Melchior Desa, wäre abgewandert auf die falsche Seite oder auf die dunkle Seite der Macht sozusagen. Und er hat ihn dann sogar als Schwarzmagier bezeichnet. Der Begriff in Quechua ist Laika. Und hat also sehr klar gemacht, dass es ein sehr gefährlicher Mann ist und dass Juan also sehr aufpassen muss und auf keinen Fall dorthin gehen sollte. Der würde auch in der Nähe wohnen und arbeiten, aber er wäre ganz schlecht für ihn. Und es könnte sogar so weit gehen, dass dieser Mann ihm den Juan zum Sklaven machen könnte, zu seinem Diener mindestens mal. Also auf jeden Fall wäre er in seiner Gewalt und nicht gut aufgehoben. Und gleichzeitig hat aber Don Benito sehr wohl gewusst, dass er bei Juan eigentlich immer nur ein bisschen Neugier erwecken muss auf eine Sache. Und dann wird Juan sich auf jeden Fall damit beschäftigen wollen. Und so war es, dass er tatsächlich sich irgendwann nicht mehr zurückhalten konnte und diesen Mann besuchen wollte. Er wollte einfach sehen, was ist das für ein Schwarzmagier, wie ist so ein Mensch. Und dann ging er zu dessen Haus, wurde auch eingelassen und ging in einen Raum in diesem Haus. Und in diesem Raum auf der anderen Seite war also ein Mann, der sich an die Wand presste und sehr böse guckte, und Juan spürte sofort, als er in den Raum treten wollte, dass eine ganz schwere Energie auf ihn einströmte, so als wäre ein Netz über ihn geworfen aus Energie.
Und er fühlte sich ganz schlimm plötzlich und hatte natürlich Angst bekommen, weil ja sein Lehrer ihn auch gewarnt hat vor diesem Mann, der also sehr, sehr gefährlich wäre, und sich dachte, oh je, was habe ich nur gemacht? Und dem fiel dann aber wieder ein, dass er ja eine Technik gelernt hatte, nämlich Ruchamihri. Und er hat dann angefangen, die schwere Energie, die er wahrgenommen hat als Netz über ihn, zu essen. Und so verwandelte sich dieses Netz in eine einzige Schnur von schwerer Energie, die in seinen energetischen Magen hineinging. Und er fing an, die zu transformieren und aufzulösen. Und es hat geklappt. Und dann merkte dieser Mann, Don Melchior Deza, dass Juan das machte. Und plötzlich, der vorher so böse und grimmig wirkende Mann, ging durch den Raum, ging auf Juan zu, fröhlich lachend, und umarmte ihn. Und so war also Melchior Deza ein neuer Meister geworden von Juan, der ihn auch ganz andere, neue Aspekte der Tradition beigebracht hat. Und so verging eine gewisse Zeit, und Juan ging dann eines Tages wieder zu Don Benito, wie immer. Und Don Benito sagte, ach Mensch, Juan, schön, dass du da bist. Ich habe heute meinen besten Freund zu Besuch, den möchte ich dir gerne vorstellen. Und sie gingen dann also hinein. Und wer saß dort breit grinsend? Melchior Deza, der, vor dem Don Benito ihn ja so arg gewarnt hatte und der also ein so böser Mann war, war der beste Freund von Don Benito. Und so hat Don Benito halt seine Spielchen mit ihm getrieben, aber zu dem Zweck, ihn weiterzubilden, ihn auf das nächste Level zu heben und sein Diplom oder seine Doktorarbeit in Ruchamihri zu schreiben. Und Juan sagte, wenn du einmal anfängst, schwere Energie zu transformieren und du merkst, welche Kraft dahinter steckt, dann wird die ganze Welt zu deinem Buffet. Du kannst dich überall von der schweren Energie ernähren und davon essen. Ja, genau. If you really follow what I say, you can learn how to do it, even if you are not connected in any way with the Andean tradition. Mm-hmm. It's very simple. You are surrounded by a universe which is alive. And as I tell you, this was discovered by several other traditions, not only of the Andean. Second, the main discovery of the masters is you can use your intention to drive it. If you experience driving any kind of living energy with your intention, you have the key to everything. And if you follow what I say, you can develop for yourself Saminchakui, Saiwachakui, and Huchamihui, keeping in mind how, like the Buddhist tradition, like the Hindi tradition and the Inca said, everything you need to grow is inside yourself. Then you need just to drive the energy and your seed is going to germinate by yourself, by himself. You don't need to learn anything. You need just to perform something, and this is going to awaken your human potential. Then, today, I think we are in a challenging framework for everyone of us. And if you really master these three basic exercises, you can face the challenge which is around you, around us in a very, in a better way, I think. Because what is surrounding us is not the evil, it's just a virus. And the virus is a totally natural, like water or anything. It's not the evil, it's just a natural phenomenon. But this natural phenomenon is generating fear in the human beings. And the human beings are generating a lot of heavy energy today. If you just start to keep yourself in a state of well-being, even with the first exercise, you are going to get an advantage, because is discover how your immunologic system get down when you are afraid. If you can keep yourself beyond the fear, this is going to give you an advantage, yes, for your well-being and for your happiness, if you want to have happiness or something, or at least well-being in the middle of the situation in which we are. Then you can use your Saminchakui and your Saiwachakui. Your Saminchakui to generate well-being, the Saiwachakui to reinforce your immunological system. You do it with this intention, and then you can start to
eat the heavy energy which is generated by the fear of the human beings around us. If you do that, this is going to give you a better approach to the reality in which we are in right now. I'm not offering to you, you are going to feed the healing miracles of whatever. I want to keep my profile low, but there is something which could be used as a tool. Okay. Ja, also er sagt, wenn ihr jetzt also diese Ausführungen von ihm, wenn ihr die aufmerksam verfolgt habt, dann könnt ihr diese ganzen Techniken auch selber für euch anwenden. Denn wir müssen einfach nur das machen, wie er sagt, wie es geht, ja, wie die Anweisungen waren. Und wir haben also als erstes mal ganz wichtig als Grundlage gelernt, es ist lebendige Energie, die uns umgibt. Unser gesamter Kosmos, unser Universum besteht aus lebendiger Energie. Und die zweite wichtige Sache, die man lernen musste, ist, dass wir die Intention nutzen können, um diese lebendige Energie zu bewegen. Ja? Und die dritte Sache ist, dass wir unseren Samen, unseren Inka-Samen haben, der in uns steckt, wo das gesamte Potenzial für uns drin steckt, unseren Weg zu gehen, unseren Entwicklungspfad zu gehen. Und wenn wir die Energie bewegen, dann wird dieses Potenzial, das wir in uns tragen, freigesetzt. Und diese drei Basisübungen, die er jetzt heute hier erklärt hat, die helfen uns dabei, diese herausfordernde Zeit, diese besondere, schwierige Zeit, die wir im Moment hier alle haben seit Monaten und vermutlich auch noch weitere Monate, wird uns helfen, die zu überleben. Denn letztlich sind wir umgeben im Moment von sehr viel schwerer Energie. Und auch so ein Virus, das ist ja nichts Negatives. Ein Virus ist einfach Teil der Natur, Teil des Lebens, Teil der lebendigen Energie. Ja, aber dieser Virus erzeugt bei vielen oder alle Umstände, die davon abhängen, erzeugt bei vielen Angst. Und Angst ist nichts anderes als schwere Energie. So, das heißt, wenn wir jetzt also mit diesen Übungen in der Lage sind, diese schwere Energie für uns zu transformieren und für uns ein Wohlgefühl herbeizuführen und dann auch noch uns aufzuladen mit der Kraft der Pachamama, uns zu stärken, dann werden wir auch unser Immunsystem stärken. Denn wir alle wissen, wenn wir Angst haben, dann wird unser Immunsystem schwächer. Und deswegen ist es gut, wenn wir solche Techniken kennen und ihr könnt sie wirklich einfach nachmachen, wenn ihr euch das hier nochmal anschaut. Und zwar reinigt ihr euch mit Samen-Chakri und ladet euch auf und kräftigt euch mit Zaiwa-Chakri. Und dann wirst du damit anfangen, die schweren Energien um dich herum aufzulösen. Und mit der dritten Übung, Kuchamichui, kannst du das, die schwere Energie von den Menschen, die dich umgeben und die auch die schwere Energie auf dich einen Einfluss haben, kannst du sie auch transformieren und wegnehmen. Und so haben wir einen besseren Ansatz oder eine bessere Sichtweise auf das, was um uns herum passiert. Wir haben eine bessere Chance, es uns gut gehen zu lassen und diese schwierigen Zeiten zu überleben, gut zu überleben. Und wir sprechen hier nicht von Wunderheilung, sondern ganz einfach nur Wohlgefühl und Gesundheit. Juan, these have been some very nice last words, and taking a look at the clock, we are even later than late. For a German, this is difficult for but no, what I'm saying is this has been a really, really nice wrap up and of the Andean tradition and the possibilities they offer, not for miracles, but for like everyday well-being and wellness to have a nice survival. Thank you so much. I want to say something, to emphasize how we are not speaking about hocus pocus, you know? Yeah. There are two German masters who discovered the same energy. Of course, Sigmund Freud and Carl Jung, German speakers, who discovered the libido. The libido is the living energy, is the energy of life. And they discover how this energy drives our lives. Of course, they have a rational approach to help you to drive that. We have another approach, but we are trying to just learn to drive your libido. Just take a look at Freud and Jung.
to emphasize, we are not talking about hocus pocus, and we are talking about you can handle. And even this technique didn't require your beliefs. Yes, perform it, try it, and see what happens. Und da möchte noch was sagen zum Schluss. Also das Ganze, was wir jetzt hier machen, das ist kein Hokuspokus, sagt er. Und der Beweis dafür, den haben zwei Deutsche oder deutschsprachige Wissenschaftler erbracht, nämlich Sigmund Freud und Carl Gustav Jung. Denn sie haben das Gleiche, was wir hier als kausal bezeichnen, als die lebendige Energie, die Lebensenergie, das haben sie ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, nämlich die Libido. Und das ist die Lebensenergie, die wir alle haben. Und es geht nur darum, oder die uns umgibt, die Energie des Lebens. Und diese Energie müssen wir nur für uns nutzen. Ja, und es ist gar nicht, du brauchst dafür nichts zu glauben. Du musst nicht konvertieren oder irgendwelche Glaubenssätze übernehmen, sondern du kannst einfach ganz simpel, mechanisch diese Techniken anwenden, die, wie sie erklärt wurden von Juan. Und schon wirst du merken, dass es dir besser geht. Du brauchst hier überhaupt keine Überzeugungen zu haben. Du kannst es ganz simpel ausprobieren und wirst merken, wie es geht. Before we close this session, would everyone here be so kind to turn on their camera now, because I will switch now to another view. JP, hey, so now we can see each other. Ivan. Hi Ivan. Hi Barbara. Oh. Also, hallo. Jeder macht bitte mal eine Kamera an, damit wir alle mal sehen können, wer so alles da ist. Und mal Hans Martin, it says that I cannot activate the camera because the coasts have stopped it. Well, we know you are there, Anna. Oh, thank you so much. I'm also here. I'm Tina from Denmark. Tina. Yes, hello. Hello. Ciao dall'Italia. Antonio. Great. Hello, Antonio. How are you? I'm fine. You? Fine, thanks. I'm joined to the most happy people in the world. Yes. Hello, Kuna. Hans Martin, can you try to activate my camera and see if that works? If I take all my strength. Honey, let's put on. Hello. Let's see. So there's Eva. Hi. Ah. Hi, Hannah. Hello, Antonio. Hello. Hello, Kona. Hello. Happy birthday. Nice to see you all. Hello. Hi, Ivan. Hello. Hi, Juan. Hello. Hi. Oh, Margaret is there. Look at hello, this. Everybody. Hello, nice Jens Peter. Margaret. Oh, hello. Oh. Hello. Hello, everybody. Hello there. Hello. Okay. We hope to see every one of you next year in Peru. Yes, for the meeting of the 144. Yeah. Yes. Yeah. I will be there. Yes. A lot of people, we will be there. So all the organizers of Juan and Ivan have been setting up groups. Jens Peter in Denmark, Elizabeth in the US. There have been many, many Kona. Organizers, Kona in Greece, who are organizing this. So if you have not signed up yet, get in touch with the local organizer if you're interested to join us next year, right? And even though it's not clear if Juan and Ivan can come in October, November this year, we do hope they can come, but they will come to Europe, hopefully. So we will organize a workshop in Germany. I don't know, I think Greece, Italy, Denmark, all of Europe, let's say. So if you can make it in October or November to Europe, that will be fantastic, right? Yes. We will work on it. Yes. So, guys, again, have a nice evening or have a nice morning. Have a nice day. Thank you for joining us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.